Vorsichtiges. Wer Guten ist da? Morgen. Alex Wolf ist mein Name. Ja, ist Wie geht es richtig. Ihnen? Immer diese Ausländer, die sich deutsche Namen geben, schämt ihr euch gar nicht? Wie ist dein richtiger Name? Herr Vorsitzige, das spielt keine Rolle. Sie haben sich angemeldet wegen zusätzliches Einkommen, deshalb rufe ich Sie an. Ja, aber dann doch nicht mit einem falschen Namen. Sag mir deinen richtigen Namen. Mein Name ist Alex Wolf. Nein, ist es nicht. Du bist irgendwie ein Ahmed Herr oder Vorsitzige, sowas. Sie haben sich angemeldet, deshalb rufe ich Sie an. Ahmed, wie ist dein richtiger Name? Sag mir. Mein Name ist Dimitri. Herr Vorsitzige, Sie haben mich gehört oder nicht? Du lügst doch. Du bist doch kein Alex Wolf. Du bist irgendwie ein Ahmed oder ein Rustam oder ein Mohammed oder sowas. Ist doch egal jetzt momentan. Nein, ist nicht egal. Man fängt ein Gespräch nicht mit einer Lüge an. Und man Sie lügt seine Geschäftspartner nicht an. klingen auch nicht wie ein Deutscher. Ich Also bin aus ist es Israel. egal, was. Mir ist egal, woher sind Sie? Ja, Woher sind aber Sie? du Woher lügst mich wollen an. Sie? Warum soll ich Geschäfte mit dir machen, wenn du mich anlügst? Sag Sie mir deinen haben mich richtigen gehört oder Namen. nicht? Sag mir deinen richtigen Namen. Hab ich Ihnen Frage gestellt? Also antworten Sie momentan oder auf Wiedersehen. Ja, verpiss dich doch. Sag mir deinen richtigen Namen oder leg auf, du Schwein. Du bist ein Schwein und deine Mutter ist Schwein. Hast du mich verstanden? Ich liebe es. Ja, ich liebe es auch. Such dir mal richtige Arbeit, du Scheißbetrüger. Du bist Scheißbetrüger. Ein Krimineller, du. Wie bitte? Du bist ein Krimineller. Ich bin ein Krimineller. Wir arbeiten offiziell auf eine offizielle Handelsplattform mit Offiziell für Angela offiziellen Merkel oder Lizenzen. was? Ja, natürlich. Was hast du für eine Ja, Aus hast du ja, eine ja. Schule gemacht oder bist du nie zur Schule gegangen? Darf ich fragen, wofür hast du dich überhaupt interessiert und wieso hast du deine Daten hinterlassen? Weil ich mit seriösen Menschen reden und Geld investieren wollte, aber wenn da irgend so ein Idiot anruft, der einen falschen Namen sagt, mit sowas handle ich doch nicht. Mir ist es scheißegal, was hast du gedacht? Mir ist es scheißegal, weil du hast deine Daten hinterlassen, deshalb rufe ich dich an. Ja, aber dann gib mir jemanden, der seinen richtigen Namen nennt und nicht so einen Und Fake so Stage Name scheiß bleibt. Menschen nerven nur den ganzen Tag. Hast du mich verstanden? Ja, wir tragen uns jeden Tag tausendmal bei euch ein, damit ihr Leute nicht das Geld wegnehmen könnt. Und es landet alles auf YouTube, wie wir euch verarschen. Solange bis ihr aufhört mit dieser Scheiße oder ins Gefängnis kommt. Eins von beiden wird passieren. Ja, ich habe keine Angst dafür, weil ich arbeite offiziell. Ja, du sitzt irgendwo in der Türkei oder sowas. Klar, Erdogan verhaftet dich nicht. Alles gesagt? Nö, ich könnte noch viel mehr sagen, aber du verstehst es ja nicht. Herr Wolf. Ich verstehe dich ganz gut und ganz deutlich. Das merke ich. Jetzt sag mir mal deinen richtigen Namen, Ali. Mein Name ist Alex Wolf und das ist mein letztes Wort. Guck mal, das ist so höchst kriminell, Alter. So kriminell, dass man falsche Namen benutzen muss. Da würde ich mir echt Sorgen machen. Oh mein Gott. Wie ist deine Internetseite? Sag mir. Investing.com. Nein, das Weißt du, stimmt welche nicht. Seite? Doch, das stimmt. Nein, ihr seid nicht von investing.com. Ihr seid von irgendeiner anderen Seite. Ihr lockt die Leute nur auf investing.com, weil das eine seriöse Seite ist. Und dann kommt hinterher eure Login-Scheiße zu irgendeinem Mistportal und ihr wollt 250 Euro oder mehr von den Leuten. Ich habe über Summen überhaupt nichts gesagt, das ist Arschloch. Ne, ich lass dich ja auch gar nicht dahin kommen, weil mir das zu dumm ist, dich jetzt eine Stunde zu verarschen, weil du einfach zu blöde dafür bist. Du bist zu blöd. Ne, offenbar nicht. Sonst würde ich dich hier nicht Doch. davon abhalten, Leute Doch. abzuzocken. Doch, du bist ein scheiß Arschloch. Das erzähle ich dich nochmal und nochmal. Und Du du bist ein bist. scheiß Oh, du Arschloch. bist eine offizielle Firma und sagst solche Wörter am Telefon. Ja. Weil Ganz du nervst böse. mich. Und jetzt mir ist alles egal. Du bist live bei YouTube, du Idiot. Okay, mir ist egal. Das glaube ich, dass dir das egal ist. Dein Kopf weiß das gar nicht zu verarbeiten. Du bist wie so ein Fleckmann. Dir schlägt man eine Pfanne auf den Kopf und 10 Stunden später sagst du, aua, so blöde bist du. Wunderbar. Also viel Glück in YouTube. Such dir ordentliche Arbeit, du Verlierer. Ja, okay. Such Du dir auch. anständige Arbeit, komm, dabei. Du auch. Los, komm, Ahmed. Ich liebe es, die zu reizen. Ah, hallo. Schönen guten Morgen, sprechen Vorderzieger. Ja, hast du mal auf die Uhr geguckt? Es ist Sonntag früh, 7 Uhr, Alter. Aber Sie haben bei uns gerade angemeldet. Was willst du von mir?
Sie haben Ihre Daten bei uns hinterlassen, um mit einem vollautomatischen Roboter zu handeln, oder? Ich glaube ja, ich träume. Wer ist denn da? Mein Name ist Theodor. Ich rufe Sie wegen Ihr Handelskonto mit dem Iron Beats. Junger Mann, es ist Sonntag früh, 7 Uhr. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Herr Vorderziger, Sie haben Ihre Daten jetzt hinterlassen, oder? Nee, wer ist denn da überhaupt? Wie gesagt habe, mein Name ist Theodor und ich rufe Sie wegen Ihr Handelskonto. Ja, also bei uns eigentlich stellt man sich ja mit Nachnamen vor. Okay, also Wallace. Ja, natürlich. Ist William auch da? Also Herr Vorderziger, Sie haben Ihre Daten nicht vor 8 Minuten hinterlassen. Wann haben Sie es gemacht? Ich hab geschlafen. Es ist Sonntagmorgen. Mhm. Wie spät ist das denn bei Ihnen in Indien? Wie meinen Sie in Indien? Ich rufe es nicht auch in dir. Na, natürlich. Wie meinen Sie natürlich? Wo sind Sie denn? Aus London. Aus London? Ja, da ist am Sonntag aber auch alles geschlossen. Genau. Warum müssen Sie denn am Sonntag arbeiten? Das ist ja nicht sehr freundlich. Wie meinen Sie nicht sehr freundlich? Also ich arbeite, weil ich mag Geld. Ja, das glaube ich Ihnen. Krieg ich jetzt auch Geld? Ja, also wenn Sie bei uns anfangen, natürlich, dass Sie kein Geld machen. Ja, wie denn? Also Sie haben für eine vollautomatische Roboter angemeldet mit dem Crypto-GPS. Und ich bin Ihr Kontoberater hier. Ich bin dann hier für Sie zu sein mit der Aktivation, Ihnen zu zeigen, wie alles funktioniert. Sie wissen schon, dass deine in finanziellen Markt, ja? Ha, was bitte? Das ist ein finanzieller Markt, Sie wissen das schon, ja? Nee. Also sagen Sie mir, Herr Vorderziger, haben Sie Ihre Daten irgendwo vor 8 Minuten hinterlassen? Ja, vielleicht auf dem Klo beim Scheißen, aber ich habe noch geschlafen. Ah, okay. Also sagen Sie mir, Herr Vorderziger, sind Sie ein bisschen später erreichbar, damit ich Ihnen alles erklären kann? Nee, jetzt hast du mich schon geweckt, jetzt kannst du auch oder mal die Unterhaltung mit mir führen. Aber wichtig wäre, dass wir das Morgengebet zusammensprechen. Okay, also sagen Sie mir nur, weil ich bin dein Behilfe zu sein mit der Aktivation. Zu was ich bitte? Bin zu zeigen. Nee, wir sind ja aber nicht beim Du hier, hallo. Das geht ja mal also, gar nicht. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin da, Ihnen behilflich zu sein mit der Aktivation. Nee. Wie nee? Bock-Bock! Wie bitte? Bock-Bock! Hast du das verstanden? Leider nicht. Warum? Ich wiederhole mich gerne nochmal. War das jetzt also, besser verständlich? Also, Herr Vorderziger, wie alt sind Sie? Ich bin 83. 83? Ja. Und Sie sprechen so mit mir? Ja, natürlich. Du hast es ja auch voll verdient, mich hier auf den Sonntag aus dem Bett zu klingeln. Ich dachte schon, Essen auf Rädern sagt mir ab. Oder es gäbe ein neues Video von Telefonziege und dann muss ich mir hier so einen Quatsch anhören. Also, Herr Vorderziger, wenn Sie keine Lust dabei haben, dann können Sie einfach auflegen. Nee, Sie haben ja angerufen. Genau, Ihnen behilflich zu sein mit der Aktivation. Ja. Also, dann machen wir von Anfang, ja? Ja. Sagen Sie mir bitte, Herr Vorderziger, haben Sie bis jetzt schon gehandelt oder ist das etwas Neues für Sie? Ich gehe am Stock. Nee, keine Ahnung. Sie haben noch nicht gehandelt, mit Aktien oder sowas anderes? Nein. Okay, und darf ich Sie fragen, was waren Sie von Beruf? Havi, bitte? Was waren Sie von Beruf? Weil ich vermute, dass Sie in Rente sind. Ja, ich war Hühnerzüchter. Ich verstehe, also darf ich Sie fragen, Sie wissen schon, dass Sie sollten eine einmalige Einzahlung tätigen bei uns, damit Sie die automatische Software kriegen können, ja? Ja, ich habe noch 30 Kilogramm Hühnerkot, die kann ich jetzt endlich mal sinnvoll einsetzen.
Leider nicht, also nur mit Geld. Warum? Wollen Sie meine also, Hühnerkacke nicht haben? Nein. Ich habe auch noch beste Ziegenhaar aus Kasachstan. Ich verstehe, aber ich habe keine Zeit. Ja, das glaube ich nicht. Wer am Sonntag früh telefoniert, der hat genug Zeit. Ja, aber ich habe andere Kunden auch anzurufen, wenn sie keine Lust nehmen. Lass mal die Leute am Sonntag in Ruhe, sag mal, habt ihr denn keinen Anstand da drüben? Ich verstehe. Die heilige Kuh befiehlt, dass du Leute am Sonntag in Ruhe lässt. Da hat er schon wieder angerufen. Ich bin Roland von der Firma Best Trader, Herr Shamdev. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Ja, alle gut, aber hier ist Dimitri. Dimitri, wie geht es Dimitri? Weil bei mir steht, Sie haben mit einem Namen nachgeschickt in Trading. Mit was? 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 Mit diesem Namen, Shandeep. Shandeep ist Kumpel von mir, der hier auch wohnt. Aha. Herr Shandeep hat Interesse gezeigt über Online-Trading, Online-Handel, Geld zu verdienen. Keine oder? Ahnung, soll ich den holen? Ja, natürlich. Warte mal. Shandeep, Telefon! Dabei! Keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. Ja, hallo? Hallo? Hallo, Shandeep, wie geht es Ihnen heute? Wer ist da? Wer möchte wissen? Ich bin Roland von der Firma Best Trader. Roland? Ich habe mit Dimitri gesprochen. Er hat mir gesagt, Sie waren besetzt ein bisschen. Ich war was bitte? Besetzt. Besessen? Ja. Ja. Von Hühnergott. Und Herr Shandeep, ich habe Sie gerufen wegen Online-Trading, Online-Handel. Wissen Sie, was das ist? Vielleicht. Also kleine Bisschen, ja? Ja, und das bedeutet, Sie haben Internet geschaut über Bitcoin und Aktien und Rohstoffen. Dogecoin ist die beste Gelegenheit. Ich habe investiert schon in Dogecoin mit 100 Euro. Oh. Und ich lasse Dogecoin für 10 Jahre und glauben Sie mir, in 10 Jahren Dogecoin wird die gleiche sein wie Bitcoin. Dogecoin so toll, ja, ich mag ja, diese Hunde. Das hat gesagt Elon Musk. Weil zu Hause bei Indien wir so einen Shiba Inu Hund hatten und jetzt den Dogecoin sehr mogen. Mhm. Wegen Besessenheit von Hühnerbock. Ja, und haben Sie schon investiert in andere Instrumenten? In was? Haben Sie investiert in Bitcoin oder Aktien? Bei Internet gucken, aber nicht verstanden, was machen, bei wie funktionieren und Hoden Kobold und so, okay? Herr Shandeep, bei uns, Sie haben die Experten, die kann Ihnen jeden Tag erklären, welche Positionen zu öffnen, was zu kaufen, was zu verkaufen. Und Herr Shandeep, was soll ich kaufen? Die Experten würden das für Sie erklären. Wenn Sie erstmal, Sie sollen ein Konto eröffnen mit einer minimalen Summe 250 Euro. Ja, das lohnt sich doch gar nicht. Der Lohn? Ich sage, das lohnt sich doch gar nicht. Zu wenig, muss man mehr machen oder nicht? Ja, natürlich, Sie können mehr machen, aber versuchen Sie erstmal mit 250. Okay, auch gut. Haben Sie, Herr Shandeep, vielleicht eine Kreditkarte mit Visa oder Mastercard? Mein Name ist Shandeep, okay? Ja. Haben Sie, benutzen Sie eine Kreditkarte jetzt momentan? Ja, American okay, Express. Okay, wenn Sie wieso benutzen Sie American Express in Deutschland? Ja, warum nicht? Das ist eine sehr gute Kreditkarte. Ja, das ist eine gute Kreditkarte, aber hier in Deutschland, wir benutzen mehr Visa oder Mastercard. Ja, das ist mir ja egal. Liegt viel bei Indien, viel bei Amerika drüben. Und wirklich? In Indien benutzen Sie American Express? Ja, ja. Indien war eine Amerikan-Kolonie gewesen. Sehr viele Menschen haben American Express haben. Das freut mich. Das habe ich nicht gewusst. Was? Das habe ich nicht gewusst. Ach so. Ja, ich auch nichts gewissen wegen Bitcoin, okay? Herr Shandeep. Ja? Warum immer meinen Namen sagen? Shandeep. Ja. Ja. Und haben Sie keine Kreditkarte? Das benutzen Sie mit Visa oder Master? Ich das bei mit PayPal viel machen. Mit PayPal machen Sie das? Haben Sie die Möglichkeit, E-Banking zu benutzen? Ja, klar. Ich immer machen. Immer Geld bei Familie schicken. Sie schenken Geld mit E-Banking? Ja, ja, bei meiner Familie, bei India, okay? Wir machen das mit Überweisung denn. Was denn, bei meiner Familie? Bei uns. Ja. Sie aktivieren die Konto, Sie schicken uns 500 Euro.
Sie kriegen 500 Euro Unterstützung Kapital und wir machen weiter. Du sagst 250, jetzt sagst du 500. Okay, aber wollen Sie mehr Profite jetzt? Ja, ja, Profit sehr gut, aber muss man wissen, was soll man machen? Okay, wir handeln zusammen. Sie kriegen von Montag eine Termin mit den Experten, wird Ihnen erklären, welche Positionen möchten Sie handeln. Was ist Ihr Lieblingsinstrument zu handeln? Ich will Dogecoin haben. Okay. Okay, Sie können auch Dogecoin bei uns kaufen und handeln und wie alles. Wie viel Dogecoin deine Firma haben? Wir haben alle die Kryptos. Ja, wir haben auch Dogecoin und wie Sie wissen vielleicht momentan, der Preis von Dogecoin ist sehr billig und mit 250 Sie können viel Dogecoin kaufen. Ja, aber wie viel Dogecoin deine Firma haben? Da eine einfache Frage. Ich weiß nicht, der Experte kann Ihnen erklären. Circa 1 Million, glaube ich. 1 Million? Ja, Dogecoin. Wir benutzen mit unserem Wallet. Mit was? Mit Bällen? Ja. Wir haben unsere Wallet auch. Was bedeutet das? Herr Shandeep, benutzen Sie einen Computer und wir machen weiter. Und ich erkläre, wir öffnen die Konto und wir aktivieren das Konto. Nochmal? Hallo? Herr Shandeep, hören Sie mich? Die Leitung ein bisschen. Ja, ich nicht verstanden, so, was du sagen. Du sehr schnell gehen sprechen. Gehen Sie in den Computer. Ich soll in den Computer reingehen? Ja. Dann muss ich erstmal bei Liebling Köpfe die Kinder geschrumpft anrufen und fragen, wie ich mir so klein machen kann. Laptop oder Computer, was brauchst du? Egal, was Sie benutzen. Alles klar. Ich grüße den Mars Rover Perseverance und wünsche allzeit knitterfreie Fahrt. Okay? Hat er aufgelegt. Ah, du schon wieder? Wer? Na du! Nein, das ist das erste Mal, dass ich Sie angerufen habe. Ja, wirklich? Bist du Thomas doch oder nicht? Nein, ich bin Mark Berg, Ansprechpartner von Bitcoin. Ah, Entschuldigung, hörst du dich an wie meines Kollegen von Arbeit? Nee, ich, warum lachen Sie? Warum da Menschen klatschen? Ist da Party? Nee, Sie haben eine Anmeldung gemacht bei unserer Plattform, deswegen habe ich angerufen. Ja, ich dachte, du bist nur meine Kumpel von Arbeit. Entschuldigung, Blöd. Es tut mir leid. Nee, kein Problem. Ich bin hier Ihnen zu Hilfe, eine Konto aktiv zu stellen. Ich krieg psychischen Schaden von diesen Anrufen. Ich halte das nicht mehr aus. Hallo? Nee, ich bin hier, aber ich sehe gar nichts hier zu lachen. Guck in den Spiegel, dann weißt du, was ist zu lachen. Sind Sie normal? Thomas, was machst du? Was für Thomas? Ich bin Mark Berger. Nein, komm, Thomas, nur weil ich dich heute bei der Arbeit geärgert habe, musst du nicht so komische Anrufe machen. Du bist doch Thomas. Na, okay, ich bin Thomas. Alles klar, holst du mich morgen ab bei Arbeit oder was? Ja, ich treffe Sie morgen bei der Arbeit. Nee, machen Sie einen Computer an, nee, dass du ich helfe Ihnen, die Konto aktiv machen oder verlieren Sie nicht meine Zeit. Ah, ist scheiße, Blöd. Wo haben die dich denn gefunden? Lacht, wo bist du zwangsrekrutiert worden? Irgendwo Straßenstrich in Paraguay oder was? Achso, Sie lachen. Nochmal, was haben Sie gesagt? Und du verstehst es doch sowieso nicht. Was soll ich denn wiederholen? Was verstehe ich nicht? Ja, gar nichts. Das ist ja, wo ist die Kette? Sag mir, wo ist die Kette? Thomas, ist die Kette? Du bist ein Nazi, okay? Was, ich bin Russe, Blöd? Was sagst du mir, Nazi? Die Nahu ist super, Blöd. Auch Russe sind Nazi, du bist ein Nazi, okay? Warum bin ich Nazi, Blöd? Ich habe deine Nummer hier, ich anzeige Ihnen bei Polizei. Warum? Weil ich gelacht habe? Weil ich gelacht habe? Nein, Sie verarschen mit der Sprache. Ich bin ein Nazi und ich...
Ich anzeige Ihnen, okay? Hör mal zu, weil du, meine Kumpel, der ist keine Nazi, weil du, ich bin eine Inder, ich bin eine nicht Russe. Deine Kumpel, du scheiße Mann! Ich bin nicht deine Kumpel! Hör mal zu, du hattest gerade mit meiner Kumpel geredet, weil du, wir wollen keine Probleme haben. Red nochmal! Ich wohne in Indien, okay? Ich wohne in Kalkutta, in Alamachalle Straße 9. Guck mal, sie kann mich nicht verarschen, okay? Doch, natürlich! Guck mal hier! Was Scheiße! Gib mir mal die Frau da neben dir. Gib mir mal die Frau. Ist sie eine Frau? Okay, ja. Ich gebe dir eine Frau, okay? Gib mir die Frau, vielleicht ist die nicht ganz so bekloppt wie du. Du bist eine Nazi, du bist eine Hurensohn. Du brauchst Frau. Was du brauchst du Frau? Guck mal, sie lacht, der Hurensohn, Alter. Gib mir die Frau, dabei, dabei, dabei. Los, dabei. Timmer. Pikachu! Los, gib mir jetzt die Frau, die Nachhui, blöd. Thomas, was soll das? Frau. Thomas! Ha, Hurensohn, ich bin hier. Ja, was geht, ey, wenn du nochmal sagst, du Hurensohn, ich sage Chef morgen, der schmeißt dir auf. Du bist eine Hurensohn, weil ich hab normal geredet und sie lachen die ganze Zeit. Ja, warum? Bekloppt oder was? Nein, Thomas, warum machst du so Sachen? Ich bin nicht Thomas, oh Hurensohn, ich bin nicht Thomas. Du bist doch Thomas, erzähl mir doch nichts. Nein, ich bin nicht Thomas, ich bin Mark Berger. Wer bist du denn? Was machst du? Was willst du? Hallo? Ja, ich bin hier, einen Moment. Thomas? Hallo, Thomas? Nein, ich gehe jetzt bei deiner Mama, okay? Bitte zu mit deiner Mama. Ja, Wenn ich fertig mit deiner Mama bin, ja, dann wirst du lange suchen müssen. Meine Mutter ich schicke auch Bilder von deiner Mutter. Mütterchen Russland, das ist meine Heimat. Und Präsident Putin, der führt uns zum Glück. Mit Präsident Putin und Sergei Lavrov besiegen wir die Amerikaner. Oh, und am Telefon ist wieder mal ein Hurensohn und ein Betrüger zu dumm zum Arbeiten. Wir kriegen euch alle dran, denn Putin ist unser Mann und die Ziegenarmee. Ich kann nicht mehr, dieser Typ. Ich sterbe. Das ist nicht zu glauben, ey, blöd. Guten Tag. Könnte ich jetzt mal fortsprechen, bitte? Wen möchten Hallo? Sie sprechen? Ich hätte gern Herrn Dittmar fort gesprochen. Könnte ich? Ich verstehe nicht, wen Sie haben möchten. Das ist so laut bei Ihnen. Sorry, ich hätte gern Herrn Ford, Dittmar, am Apparat. Dittmar Ford? Herrn Ford, richtig. Ja. Bitte. Spreche ich mit? Ja. Grüße Sie dann, Frau Ford. Ich bin Lisa Schatzky. Kontomanagerin. Rufe Sie an vom Unternehmen. Okay. Hallo? Ist ein Eminem-Konzert bei Ihnen? Sorry, ja. Können Sie das mal ausmachen? Das ist viel zu laut. Ich kann gar nicht verstehen, was Sie sagen. Entschuldige, ja. Von anderem Raum ist geräumt. Anderem Raum? Habt ihr Wände aus Papier oder was? Alles gut. Hallo? Ja. Frau Ford, erkläre ich Ihnen dank des Anrufes, ja? Das Thema geht um Online-Handel. Sie haben sich bei uns durch Krypton angemeldet. Dafür bin ich zuständig, weiter zu helfen, technisch und informatiell, ja? Zu unterstützen. Ja. Bestimmt, Sie sind neu in dieser Richtung, korrekt? Total. Oder haben Sie bisher gehabt? Total neu. Gut. Also ich bin neu auf dem anderen Ufer, ne? Ich bin erst kürzlich rüber geschwommen. Okay. Erkläre Ihnen, wie es geht. Eigentlich Kenntnisse oder damalige Erfahrungen brauchen Sie nicht. Sicher, okay, auf unserer Plattform zu handeln und damit stabil zusätzliche Renditen zu generieren. Oh, klasse. Robot. Teil. Ja, weil das ist ein vollautomatisiertes System, welches wird für Sie 24 Stunden, 22 Mal pro Sekunde
auf 600 verschiedene Vermögenswerte handeln. Das Programm ist mit dem Algorithmus ausgestattet. Dazu haben wir großen Beitrag geleistet, deshalb ist es sicherer geworden, ja? Sowohl für Anfänger als auch erfahrene Händler Handel auszuführen, okay? Also das System analysiert ganz gekommene Signale, außergewöhnlichen Trenden mit dem Algorithmus. Signale? Bitte? Was macht das? Schwanzgekommene Signale? Welche? Schwanzsignale? Nein, ich meine Signals vom Kauf und Verkauf, ja? Änderungen zwischen Preisen. Ja. Rufen Sie von Edeka an, wegen dem Prospekt. Da hatte ich mich ja beschwert, dass da falsche Preise drin standen. Es geht um Onlinehandel, Frau Ford. Frau Ford? Hallo? Online zu handeln, mit Aktien, Kryptowährungen. Können Sie mal den Namen buchstabieren, den Sie da stehen haben? Mit wem ich momentan spreche, meinen Sie? Ja. V-O-G-T, also Fort, Nachname und Vorname ist Dietmar. Dietmar Vogt? Dora, richtig. Wohnt hier nicht, ich bin der Dorian. Machen Sie einen Spaß oder was bitte? Wieso? Ich habe versuche die Person. Sie haben doch gesagt, dass ich mit der richtigen Person spreche. Hier ist Vorderziege, ist mein Name. Und man kann sie so schlecht verstehen wegen der scheiß Musik da. Kann ich doch nichts für. Musik ist nicht scheiß. Warum sagen Sie das bitte? Weil das so ist. Musik macht alles schöner. Aber nicht bei der Arbeit, wenn man mit Menschen spricht, die einem da nicht verstehen. Wenn man verstehen möchte, will natürlich verstehen. Ja, tut mir leid, ich spreche kein Idiotisch. Möchten Sie auch ein Stieleis? Hallo? Dorian, wer hat die Nummer denn eingetragen? Verstehe nicht. Keine Ahnung. Bei uns. Sie meinen, dass die Nummer falsch gewählt ist, oder? Mein Name ist Vorderziege. Okay, ich merke es, ja, dass die Nummer falsch ist. Ja. Kommt jetzt irgendwie noch eine Entschuldigung oder so? Bitte? Ja, mach die Musik aus, dann verstehst du auch, was ich sage, Bitch. Sie sind witzig, Herr Ford. Ford, der Ziege. Okay, macht keinen Sinn doch. Nee, ihr Leben macht auch keinen Sinn. Doch, macht es. Warum ist Telefonbetrug jetzt der Lebensinhalt, der einem total erfüllt? Solche Gespräche möchte ich nicht. Außerdem alles ist kontrolliert und bezeichnet. Ja, lassen Sie mich raten, von irgendeiner scammy Behörde aus Zypern. Und die Wahrheit tut weh. Tut mir nicht weh. Warum soll ich mich leiden? Ich verstehe es nicht, was Sie meinen. Ja, mach die Musik aus, dann verstehst du mich auch. Schwer zu verstehen. Soll ich Ihnen mal meine Internetseite sagen? Krypton. Nein, meine Internetseite. Tschüss. Verpiss dich. Ich geh jetzt auf. Du Idiot. Schlampe. Blöde die sind. Dietmar Vogt, so habe ich mich nie genannt. Bindemann, Julia, Financial Guide. Ja. Entschuldigung, wie kann ich mal essen? Wie kann ich dir weiterhelfen? Haben sich fürs Trading angemeldet? Ja, richtig. Da war was. Und was war da? Die Anmeldung. Nochmal, ich habe sie gerade nicht verstanden. Da war irgendwas mit der Leitung. In Ordnung. Wie kam die Anmeldung denn zustande? Ja, übers Internet. Ja?
Übers Internet. Natürlich übers Internet. Natürlich übers Internet. Wie denn? Wie haben Sie sich denn dafür interessiert, mit Bitcoin zu handeln? Naja, das kommt immer in den Nachrichten und bei Twitter steht ganz viel, da wollte ich mir das mal angucken. Bitte was? Wie jung sind Sie bitte? Ich bin 39. 39, Und was machen Sie beruflich? Ich bin Bauarbeiter. Alright. Straßenbau. Okay. Sie in der Lage sein, 1700 Euro pro Monat zu verdienen, damit Sie auf die anderen Bürger treten dürfen. Ich habe Sie akustisch gerade gar nicht verstanden. Mich akustisch nicht verstanden, okay. Sie müssen in der Lage sein, mindestens 1700 Euro pro Monat zu verdienen, damit Sie auf die Online-Börse treten dürfen. Das ist kein Problem. Kunden. Kein Problem. Brauchen Sie da einen Nachweis? Das werden Sie mit der Compliance-Abteilung abklären. Herr Reune, Sie müssen auch privat einen PC oder Laptop besitzen. Kein Problem. Habe ich mich ja damit angemeldet. Haben Sie sich damit angemeldet? Ja, klar. Dann sende ich Ihnen mal die Zugangsdaten per E-Mail. Sie sagen mir bitte Bescheid, wenn Sie die erhalten haben. Ja, ich muss den Laptop eben mal anmachen. Ich hoffe, ich habe das Ding geladen. Hören sich so träge und müde an. Ey, wir haben heute 15 Kilometer Straße gezogen. Weil jetzt dürfen ja die Touristen wieder an die Nordsee fahren. Herr Reune, wie ziehen Sie denn 15 Kilometer Straße, Entschuldigung, dass ich nachfrage? Also die einen, die sind davor, die machen das platt, die reißen das alles auf, tragen den alten Asphalt mit der Fräse ab, das Zeug geht zur Deponie und dann tuckern wir da mit unserer Maschine wieder drüber, verlegen den Asphalt neu und der Kollege fährt mit der Walze hinterher. So funktioniert das im Groben. Okay. Haben Sie denn die E-Mails empfangen? Der Laptop ist ein bisschen langsam. Das ist ein scheiß altes Ding. Einen kleinen Moment bitte. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pulle rum heute. Nun geh an. Pullmoll? Bitte was? Brauchen einen Pullmoll? Nein, eine Buddel rum. Ach so. Was will ich denn mit Pullmoll? So hat sich das angehört. Ja, nee, das ist ja nicht das Richtige für Feierabend. Boah, ich hasse diesen Computer. Das Erste, was ich mache, wenn das mit diesen Bitdingern funktioniert, ist mir einen ordentlichen Laptop kaufen. Eine schlechte Idee. So, ich hab das gefunden. Hallo? Wir haben die Mails gefunden. Und? Welche Mails haben Sie denn empfangen? Da steht Trading, Konto, Anmeldedaten. Dann steht da was von Demo-Konto. Und willkommen bei Europerfix. Sie haben Schluck auf, oder? Nee, ich habe tierisch einen getrunken. Das kommt dann dazu. Ich glaube nicht, dass Sie so angetrunken hundertprozentig wissen, was Sie tun, oder? Ich habe noch nicht mal angefangen. Es ist ja noch nicht mal 8. Ich habe noch nicht mal angefangen. Nee. Also mit Feierabend habe ich angefangen, aber ansonsten ist das eigentlich mal noch. Also Herr Reuner, ehrlich gesagt habe ich keine Lust, mit angetrunkenen Menschen zu reden.
Wenn Sie wieder nüchtern sind, können Sie sich ja wieder melden. Bin ich in irgendeiner Weise unfreundlich oder forsch gewesen, dann tut mir das leid. Ich habe doch einfach nur einen guten Abend. Die hat aufgelegt. Herr von Mittelbach? Ja, Mann. Wer ist denn da? Von Mittelbach, hallo. Ich rufe Sie an, weil Sie hatten sich bei uns für den Handel mit Bitcoin angemeldet. Ja. Handel und Finanzmarkt, ja? Ja, das ist richtig. Ja, normalerweise, auch wenn es spät ist, probieren Sie anzurufen und zu erklären, worüber es geht. Ja, super. Ja, wie das funktioniert. Das ist voll chillig, Mann. Okay. Haben Sie schon Erfahrung mit Handel und Finanzmarkt oder sind Sie nur dabei? Nee, ich fange da jetzt erst, ich will damit anfangen, Mann. Okay, Sie möchten erstmals anfangen. Sie haben das bis jetzt gar nicht gemacht. Nein, Trading, Bitcoin, nein, sowas, überhaupt, ja? Nein, noch haben Sie überhaupt nicht. Nein. Okay. Die Idee von. Verstehe. Die Idee von dem Dienst, den wir anbieten, ist vollautomatischen Handel. Das bedeutet, Sie müssen selbst nicht handeln. Das ist passend für Leute, die keine Zeit oder keine Erfahrung haben. Ich habe jede Menge Zeit. Sie müssen Zeit. Sich nur ab und zu einloggen. Die Welt läuft in Zeitlupe mit dem neuen Lavendel-Badesalz, Mann. Ich sag's dir, da hast du Zeit, da kannst du 3 Eintöpfe gleichzeitig kochen. Boah, Schnee im Sommer. Hey. Okay, ja, ich wollte erklären einfach, wofür Sie sich angemeldet haben. Das ist klasse. Was kostet der Spaß, sag mal? Hey. Also, damit Sie ein anderes Konto aktivieren, die Minimum ist 250 Euro. Und ab dann, Sie können sich entscheiden, ob Sie selbst handeln, ob Sie vollautomatisch handeln. Falls Sie keine Erfahrung haben, ich würde mal sagen, vollautomatisch, damit Sie besseren Fuß haben. 250 Eulen, Alter. Ich hatte die Tage einen Traum, da kamen so viele vor. Hättest du doch da nur angerufen, Mann. Da hätte ich dir die gleich gegeben. Jimbo, mein Freund. Ist es passend, dass wir, sagen wir mal, erstmals morgen sprechen, einen Termin vereinbaren? Nein, Mann, morgen muss ich ausnüchtern. Also jetzt wird mir das eigentlich gerade ganz gut passen, Mann. Bist du entspannt? Sie haben sich für Handel am Finanzmarkt angemeldet. Ich bin hier nur dafür, um ihn zu assistieren am Finanzmarkt. Richtig. In dem Handel zu starten. Ja, das habe ich doch verstanden, Mann. Du sprichst ja sehr deutlich. Und was soll ich jetzt machen? Erzähl mir das mal. Hey, Bruder. Hallo? Hallo, bist du noch am Telefon? Gib mir der ist weg. Thomas hier wegen Ihrem Yuan Handelskonto. Ja, sehr gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und wie geht es Ihnen? Bei mir alles gut auch. Vielen Dank. Also sagen Sie mir bitte, Sie haben sich angemeldet, mit dieses vollautomatische Software zu handeln, ja? Ja, ich wollte probieren. Okay, mit wie viel Geld möchten Sie zu starten? Ich wollte fragen, wie das funktioniert, weil ich habe das nicht so wirklich nicht verstanden, wie das aus bisschen wenig Geld ganz viel Geld wird, dass man dann Gold kaufen kann und solche Sachen. Hallo. Herr, wir haben letzte Woche gesprochen. Ich habe das vergessen, ja? Weiß, ich habe noch nie mit Ihnen gesprochen. Ja, Sie haben gesprochen mit mir letzte Woche, ja. Nein, ich habe vorhin angemeldet.
Okay, also es funktioniert, Sie haben sich angemeldet, mit dieses vollautomatische Software zu handeln. Ja. Das bedeutet, dass mehr oder weniger brauchen Sie nichts zu tun. Sie müssen nur auf Ihrem Konto anmelden und die Auto-Trading-Option aktivieren. Und ab diesem Moment arbeitet das System für Sie. Ja? Also das System macht mit meinem Geld mehr Geld. Wie funktioniert das? Zum Beispiel, ja. Wir können auf das sprechen, wenn wir machen das einmalige Einzahlung, ja? Ja, das muss ich doch vorher wissen. Ich kaufe doch auch kein Auto, das ich nicht gefahren bin. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung mit Online-Handel oder das ist schon das erste Mal für Sie? Nein, das ist das erste Mal. Okay, und sagen Sie mir, wie alt sind Sie? Ich bin 41. Okay, Sie haben mir gesagt, das letzte Woche auch. Und was sind Sie vom Beruf? Uhrmacher, und es gab kein letztes Mal. Hallo. Also, Sie haben mir gesagt, Uhrmacher. Ich bin Uhrmacher, ja. Okay, und woher kommen Sie? Aus Berlin. Aus? Berlin. 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 Ah, okay, aber sind Sie geboren in Deutschland, oder? Nein. Nein, okay. Also, woher kommen Sie? Aus Kasachstan. Okay, also sagen Sie mir bitte, mit wie viel Geld möchten Sie zu starten? Was ist gut für mich? Wie viel Geld muss ich nehmen? Zum Beispiel, der Mindestbetrag ist 250 Euro. Ach so, das muss ich machen, ja? 250 muss man machen. Okay, und sagen Sie mir, welche Karte benutzen Sie? Eine Visa oder Master? Sparkasse. Und Paysafe-Karten habe ich zwei Stück. Ja, Sparkasse ist die Bank, aber welche Karte benutzen Sie? Ja, die EC-Karte von der Sparkasse. Oder meinen Sie Kreditkarte? Okay. Ja, Kreditkarte. Ja, welche Karte habe ich? American Express und Visa-Karte habe ich. Okay, und Visa-Karte ist von Sparkasse auch, oder? Nein, Commerzbank. 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 Okay, sehr gut. Also, ja. Ihre E-Mail, was ist Ihre E-Mail? Bitte? Was ist Ihre E-Mail? Können Sie mir bitte sagen? Ja, feigenbaum716@gmail.com. Das ist nicht die E-Mail, die Sie haben sich angemeldet mit. Oh, welches E-Mail habe ich denn genommen? Weiß ich gar nicht mehr. Also, wann haben Sie die Anmeldung gemacht, ja? Ist noch nicht so lange her. Entweder ist das schwulius2@ultra.rvj.de oder schwulius caesar@wellig.ru. Das sind so die neuesten, die ich habe. Ja, Sie finden das... Ich habe keine Ahnung, was zu sagen, wirklich. Also Sie finden das komisch, oder was? Ich verstehe das nicht. Was finde ich komisch? Wie reden Sie mit mir? Sie haben Ihren Namen hier Schwulius Caesar gesetzt. Ist Problem? Und wie heißen Sie hier? Schwulius Caesar. Bleiben Sie auf der Leitung, bitte, für zwei Minuten. Natürlich. Hallo. Lassen Sie mich nichts warten so lange. Hallo, Signora. Ja, ich bin noch da hier. Also ja. Warten Sie zwei Minuten. Was ist denn das Problem? Die Problem ist, dass ich habe Ihren Namen gesetzt hier, Schwulius Caesar, und ich glaube, dass es ist nicht Ihr Name. Warum so, sagen wie, Sie so etwas? Wie heißen Sie? Warum sagen Sie solche Beleidigungen? Ich habe Sie nichts getan. Ja, danke für Ihre Zeit. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Shalom.
Okay. Meldung. Nochmal, was ist? Ich hab's nicht verstanden. Geht um Ihre Anmeldung. Aha. Sie haben sich für den Handel interessiert, stimmt das? Dann rufen Sie von Google an. Ja, ich hatte gerade Sie, Ihre Anmeldung ist nicht möglich, da Ihr Konto durch eine Passwortübernahme von der russischen Mafia gefährdet ist. Rufen Sie deswegen an? Eigentlich nicht. Das ist schade. Ich warte auf Rückruf von Google. Sie sind nicht von Google, oder? Nein. Warum nicht? Sie haben sich wo angemeldet? Ja, gerade hier bei, wie hieß die Seite nochmal? Gmail XXX. Und da heißt nein, es, Kontodaten sind gefährdet. Können Sie reparieren? Nein. Dabei, los, ich muss mich einloggen. Hallo? Herr Maulwurf? Ja, ich bin hier. Los, mach hin. Okay. Sie haben sich für Trading interessiert. Ich rufe für deswegen Dating? Nein, an. Ich bin glücklich verheiratet mit drei wunderschönen Frauen. Mit drei Frauen? Ja, klar. Ach so. Du hast sie in Usbekistan angerufen. Nein. Doch. Sehen Sie die Nummer? Das ist nicht aus Usbekistan. Ja, aber ich bin Usbekistan, verstehst du nicht? Ach so. Ja. Wunderbar. Und wohnen Sie in Deutschland? Na klar. Und wie lange, wenn ich fragen darf? 3 Tage. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich bin hier zu arbeiten, verstehst du? Alles klar. Und 3 Frauen haben Sie in Usbekistan oder in Deutschland? Ja, klar. Deutschland darfst du nicht. Da hätten die mir 2 weggenommen und ich wüsste nicht, welche ich weggeben soll. Verstehst du? Das große Problem. Echt? Lass du mich aus oder was? Eigentlich nicht. Ich bin Ihre Account-Managerin, Herr Maulwurf. Was bist du? Account-Managerin. Ach so, doch von Google. Klasse. Nein, nicht also von Google. Ich hab mir ein neues Passwort ausgedacht, weißt du. Da kommt bestimmt jemand drauf. Ich würde sagen, Eunuch im Neoprenanzug. Weißt du, das ist Passwort. Da kommt keiner drauf auf die Idee. Kann man das machen? Nein, wir können kein Passwort schaffen, ja? Warum? Ich rufe nicht deswegen an. Ja, ich aber. Sie wollten das Geld auf dem Finanzmarkt verdienen. Ja, aber geht ja nicht, wenn ich mein Google-Konto nicht benutzen kann. Verstehst du doch? Google-Account. Meinen Sie, haben Sie keinen Zugriff zur Posteingang, ja? Genau. gmail.com. Ja, genau. Also bitte nicht reparieren. Gmail XXX. Genau. Versuchen Sie bitte dann noch einmal. Habe ich ja. Da steht, ich habe Passwort zu oft falsch eingegeben. Jetzt ist Account gesperrt. Ach so. Ich kann Ihnen leider dabei nicht helfen. Ach, sind Sie noch in der Ausbildung? Bitte? Sind Sie noch Azubi-Ausbildung? Ja. Ja? Kann ich denn bitte mit Teamleiter sprechen? Vielleicht kann der mir helfen. Was meinen Sie? Ja, mit Passwort zurücksetzen. Wir können das nicht machen. Aber warum wir nicht? Ich habe schon mal gemacht, aber jetzt kann ich nicht mehr nein, selber machen. Wo haben Sie sich eingeloggt? Bei uns? Na, bei meinem Gmail-Konto. Versteh doch, was ich dir sage, Devoschka. Okay, gut. Wir haben leider keinen Zugang, ja? Blöd. Das ist scheiße, da kann ich mich gar nicht mehr anmelden. Versuchen Sie bitte, das noch einmal abzuklären. Nochmal? Ich rufe dann später noch einmal an. So. Ja. Ah ja, sollen wir dann heute Abend, haben Sie bis heute Abend gelöst den Problem? Versuchen Sie bitte, das zu schaffen. Ich? Aber wozu gibt Sie denn? Ich rufe von anderes Unternehmen an. Ja, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich muss doch hier mein Konto wieder benutzen. Kann sein. Sie können ein neues, also E-Mail schaffen, so meine ich. Ein neues E-Mail? Nein, ich brauche ja mein Alter, sonst kann ich mich gar nicht mehr auf meinen ganzen Seiten anmelden. Versteh doch, das ist das große Problem. Dann schieben die meine 3 Frauen noch ab. Alles klar. Gut, ich rufe dann später an. Alles klar, so machen wir das. Bis dann, Süße, ne? Bis dann. Ciao.